Hi, das ist No Cut Mode mit Cotti. Und heute habe ich einen Single Malt auf dem Tisch stehen, und zwar den Glenmorangie 10. Erstmal zeige ich euch den, der sieht dann so aus. Ja, Glenmorangie, das ist ein Highland Single Malt mit 40%. Meine ich? Schaue ich noch mal. Wo steht das hier? Kann man schlecht sehen. Jawohl. 40%. Soweit ich weiß, ist er auch gefärbt und kältefiltriert. Ja, und ist 10 Jahre alt. Er kommt aus den Highlands von Schottland. Stelle ich wieder hin. Und hier, so sieht der Karton aus. Das Ganze ist jetzt in den letzten 5, 6 Monaten etwas überarbeitet worden. Design hat sich verändert. Es war früher etwas heller. Jetzt ist es die orangene Farbe intensiver. Sieht für mich viel besser und moderner aus. Was kann man noch dazu sagen? Ich sehe das hier spontan hinten. So wie ich weiß, hat Glenmorangie die höchsten Brennblasen Schottlands. So hoch wie eine ausgewachsene Giraffe, sagt man. Und deswegen hat Glenmorangie, ich nenne das mal so ein Maskottchen, und das ist eine Giraffe. Und das kann man hier schlecht sehen, weil die orangene Farbe, und es ist mit Gold drauf gestanzt. Aber da ist jetzt. Ja, ich versuche es mal. Hier ist so eine Brennblase, die sehr hoch ist. Und eine Giraffe steht daneben. Genauso hoch wie eine Brennblase. Hat den Vorteil, dass in dieser Brennblase nur die leichtesten Alkohole hochkommen. Die schweren Fuselöle und Bitternoten, ich sag mal, ja, scharfen Alkohole, die kommen gar nicht oben an. Das hat zur Folge, dass der Whisky sehr mild und sehr leicht sein soll. Das werden wir heute einfach mal probieren. Ich habe mir den schon eingeschenkt, um den atmen zu lassen. Na, vor 10 Minuten. Ja. Ich probiere den jetzt mal und dann schaue ich, was ich noch so dazu erzählen kann. Nase rein, Tester sein. Oh ja. Boah, der ist ja richtig fruchtig. Ja, tropische Früchte. Sehr, sehr leichter Whisky. Ich rieche überhaupt kein Alkohol, nichts Sprittiges. Boah, aber extreme Süße. Extrem süß, leicht. Wie gesagt, tropische Früchte. Boah. Herrlich. Ganz toll. Ja, vielleicht noch sowas. Ja, so Zitrus, Zitrusfrüchte, Orange. Dann hab ich jetzt sowas Karamelliges, so Karamell, ganz leicht, Vanille. Neulich habe ich ganz ähnlich hier Aberfeldy 12 probiert, auch hier auf dem Kanal getestet. Erinnert mich sehr an den, nur ich finde, der ist noch intensiver, der riecht noch intensiver nach Früchten, so richtig, so ein Fruchtcocktail. Ach,
herrlich. Und je länger man riecht, umso mehr kommen diese Früchte heraus. Schön leicht, fruchtig, vielleicht eine leichte Karamellnote, Vanille ein bisschen. Herrlich. Zitrusfrüchte halt noch, aber ganz leicht. Boah, das ist echt unfassbar, wie fruchtig der ist. Wie so ein Fruchtcocktail. Probiere ich mal das Lunche. Ja. Früchte, Ananas, Zitrus. Je länger man daran riecht, umso mehr kommen die Früchte raus. Top. Wenn man den so in den Mund nimmt, merkt man schon so leicht so ein, ja, ist halt ein alkoholisches Getränk, man merkt das leicht. Aber jetzt nicht so sprittig wie so ein junger Whisky. Der ist halt schon 10 Jahre alt. Ach, herrlich. Am Anfang leicht Alkohol, vergeht sofort. Und dann kommen die Früchte. Zitrus, ja, so Ananas, Orange. Ja, sowas leicht Karamelliges nochmal. Ganz was Tolles. Mild. Ja, die hohen Brennblasen. Die bewirken das schon, dass der dann ganz mild ist. Den Preis habe ich gerade noch vergessen. Ich sag mal so im Handel, Supermarkt, da gibt es den wirklich. Das ist so ein richtiger Supermarkt-Whisky, gibt es überall. Mal wieder. Kostet so zwischen 35 und 40 Euro. Im Angebot habe ich den gekauft, im Supermarkt, für 30 Euro. Und im Internet habe ich vorhin geschaut, ja, so 32 Euro plus Versand. Kann man also günstig kaufen. Ist was für jeden. Er ist mild für Einsteiger, selbstverständlich. Kann ich euch ans Herz legen. Wunderbares Zeug. Ganz toll. Kann ich nur empfehlen. Ich würde sagen, wenn euch schmeckt, wenn euch nicht schmeckt, ihr kennt den noch nicht, ihr findet den super, ihr findet den schlecht, schreibt das in die Kommentare unten. Würde mich freuen. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr mich abonniert. Das war's für heute. Vielen Dank. Tschüss.